Also eine Diskushernie, das ist eine abnützungsbedingte Vorwölbung der Bandscheibe, die Flüssigkeit verliert, spröde wird und einreißen kann. Und durch eine abrupte Bewegung, meistens ausgelöst, kann das Bandscheibenmaterial nach hinten auf den Nerven, der hier jetzt ins Bein geht, drücken. Und das nennt man einen Bandscheibenvorfall. Und die Symptome dieses Bandscheibenvorfalls können Rückenschmerzen sein, kann auch im Nacken passieren, meistens aber in der Lendenwirbelsäule, und es kann Ausstrahlungen ins Bein, es kann Gefühlsstörungen im Bein machen, unter Umständen, wenn der Nerv stark abgedrückt wird, können auch Lähmungserscheinungen auftreten. Bei dem Bandscheibenvorfall haben wir zwei Probleme. Einmal der Druck des Bandscheibenvorfalls auf den Nerv, aber viel schlimmer ist eine chemische Reizung durch Entzündungsstoffe, die Bandscheibe freisetzt und den Nerv ärgert. Und da machen wir Folgendes, wir spritzen ein entzündungshemmendes Medikament, ein Steroid, ein Cortisonpräparat, über die Nervenwurzel, direkt zwischen Nervenwurzel und Bandscheibe und in die Entzündungsreaktion ganz effektiv eine hohe Dosierung von dem Präparat zu haben und den anderen Körper wenig damit zu belasten. Man geht heute davon aus, dass 90% der Bandscheibenvorfälle nicht operiert werden müssen. Das heißt, mit diesen modernen Verfahren, medikamentöse Therapie, Physiotherapie, interventionelle Therapie, kann man Patienten wieder vollkommen schmerzfrei bekommen. Eine Operation ist dann nötig, wenn Lähmungen auftreten, die zunehmen. Da muss eine Notfalloperation möglichst schnell erfolgen. Oder wenn die konservative Therapie, sprich Physiotherapie, medikamentöse Therapie, die Beschwerden nicht kontrollieren kann. Bei einem lumbalen Bandscheibenvorfall kann einerseits eine klassische Operation durchgeführt werden, bei der das Bandscheibensequester, der vorgefallene Anteil der Bandscheibe, entfernt wird. Zum Teil wird die Bandscheibe selber ausgeräumt. Und wenn der Patient schon mehrere Operationen hinter sich hatte, kann auch einmal es nötig sein, dass man die Bandscheibe ersetzt und entfernt, um weitere Rezidive zu verhindern. Ein Bandscheibenersatz bei der lumbalen Wirbelsäule ist etwas, was selten nötig ist. Wenn eine Bandscheibe ersetzt werden muss, wird in der Regel das Niveau versteift. Zwischen den beiden Wirbelkörpern wird die Bandscheibe entfernt und es werden sogenannte Cages eingeführt. Das sind Platzhalter, die das Bandscheibenfach zwischen den Wirbelkörpern aufrechterhalten. Diese werden mit Knochenmaterial gefüllt und es gibt einen knöchernen Durchbau von dem einen zum nächsten Wirbelkörper. Also eine Versteifung des Niveaus, in dem die Bandscheibe vorher war.